kommen wir heute mal zu meinem ersten Vlog über Immobilien. Auch hier in Hurghada und Umgebung gibt es ja wie überall auf der Welt günstige und teure Immobilien zum Erwerben. Ich zeige euch jetzt mal ein paar ganz unterschiedliche Preiskategorien. Im Hintergrund seht ihr schon Bilder und Videos vom Jungle Compound. Das ist ein Komplex, der befindet sich direkt neben dem Grand Aquarium. Da hatte ich auch mal ein Video gemacht vor ein paar Wochen. Und besteht aus ja, mehreren Wohnungen und in der Mitte ist halt ein großer Gemeinschaftspool. Der Pool ist nicht beheizt, das heißt von ja, so Ende Oktober bis Mitte März ist der eher nur was für die ganz Harten. An dem Komplex mag ich besonders die Liebe zum Detail. Wer aufmerksam zugesehen hat, hat gesehen, dass ganz am Anfang ein Gorilla am Eingang wacht. Das ist genau der gleiche Gorilla wie auch im Jungle Aquapark, nur halt deutlich kleiner. Auch das Pförtnerhaus hat so einen Zebra-Look auf dem Dach, finde ich auch mega cool. Ansonsten steht noch ein Zebra am Pool, eine Giraffe und es gibt noch ja, zahlreiche weitere Details. Zum Beispiel das Boot in der Mitte vom Pool, finde ich auch mega cool. Also ist halt nicht so langweilig, nicht so 0815 wie halt sonst immer. Ansonsten gibt es halt im ganzen Komplex auch noch ja, so Bambus-Imitat quasi als Geländer. Oder auch so Löwenköpfe, um an die Türen zu klopfen. An den Decken gibt es teilweise so Stoff abgehangen. Also es ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Und ich hatte vorher nur zwei, drei Bilder gesehen, bevor wir da hingefahren sind. Da fand ich es schon mega cool. Und während wir dann so rumgelaufen sind und uns verschiedene Apartments angesehen haben, ja, war ich immer mehr und mehr begeistert. In dem Komplex sind noch ein paar Apartments frei. Ich zeige euch jetzt mal drei Varianten. Leider ist vor ein paar Tagen die Währung ein bisschen in den Keller gegangen. Also zumindest die ägyptischen Pfund. Und eigentlich ist es für den Immobilienmarkt gar nicht so tragisch, da die Preise eh oft schon in Euro angegeben sind. Aber trotzdem behalten sich halt ein paar Leute, ja, sage ich mal, das Recht vor, an den Preis noch irgendwie ein paar Prozente anzupassen. Also lediglich ein Apartment hat bisher einen konkreten Preis, also einen korrigierten Preis. Bei allen anderen kann es so noch um 2.000, 3.000 Euro nach oben gehen, meinen die Leute da. Aber natürlich nicht um 20%, die die Währung verloren hat. Okay, und das ist jetzt ein Highlight, für mich zumindest. Das ist jetzt der ja, Jungle Park quasi als Wohnanlage. Auch die Details mit den Bambusstäben als Balkon finde ich mega cool. Ist auch nicht zu groß. Das Compound. Oh, Fokus. Mein Fokus spinnt. Das ist das Badezimmer. Ein bisschen unpraktisch mit der Dusche leider gelöst, dass die direkt am Fenster ist. Aber. Und das hat jetzt zwei Schlafzimmer noch zusätzlich. Erst das kleinere. Eben Tür immer schließen, sonst knallt die so. Ja. Mit Balkon. Auch relativ ruhig hier. Also man hört von der Straße nicht viel. Ja, die Türen knallen, wenn die Fenster offen sind. So, und dann einmal Master Bedroom. Ja, das ist auf jeden Fall deutlich größer. Bisschen komisch, dass es keine ja, Trennwand zwischen Badezimmer und Wohnbereich oder halt Schlafzimmerbereich gibt. So, das ist jetzt einmal ein Studio, also quasi nur ein Zimmer. Das heißt, hier kommt quasi die Küche hin. Hier habt ihr ein Bad. Hier finde ich es zum Beispiel besser gelöst, muss ich sagen, weil der Duschkopf quasi nicht direkt am Fenster ist.
sondern man hat halt quasi noch diesen schmalen, ja, 40 cm Streifen, wo ich sag mal auch viel Wasser immer dran kommt, dann ist es halt nicht direkt vor der Scheibe. Für eine Person vollkommen ausreichend. Dann stellt man hier noch irgendwie sein Bett vielleicht hin oder macht irgendwie was. Ja, hier gibt es ja auch zum Beispiel IKEA in Kairo oder es gibt hier ja auch ganz viele, hatte ich ja auch schon vorgestellt, Möbelgeschäfte. Dann stellt man sich irgendwie so einen Raumtrenner noch rein und dann kann man sich das schon hier ganz schön einrichten. Allerdings kein Blick auf den Pool, sondern ja, Blick in die Wüste. Aber es ist sehr ruhig, ihr hört es ja auch schon. Also von der Straße, das da vorne ist eine der Hauptstraßen hier. Und man hört nicht viel. Ja, das ist dann ein anderes Compound, also ein anderer Komplex. Und dann hat man halt hier den Blick in die Wüste. Vielleicht gleich mal fragen, wie die Preise so sind. Ja, den Preis habe ich ja schon angegeben mit 37.000 Euro. Hinzu kommt noch in etwa 1.000 Euro für die Papiere, dass die Dokumente alle fertig gemacht werden. Und ja, ein bisschen abhängig davon, welchen Einrichtungsstil man verfolgt, aber so ja, zwischen 6.000 und 8.000 Euro wird dann nochmal die Möblierung kosten, also sprich Bett, Schrank etc. Das ist jetzt nochmal eine größere Wohnung hier im Jungle Compound. Hier kommt dann direkt die Küche hin im Eingangsbereich. Hier ist ein großes Wohnzimmer. Und dann gibt es zwei Schlafzimmer. Ich zeige euch aber erst noch das Bad. Für mich ist das Badezimmer eigentlich immer so einer der wichtigsten Räume in der Wohnung. Das ist das Bad. Schon relativ groß, also größer als die meisten Badezimmer zumindest. Dann ist das einmal das kleinere Schlafzimmer, wohlgemerkt, wo ich das auch schon groß finde. Also sind hier bestimmt 20 Quadratmeter, wenn nicht sogar noch mehr. Ist wirklich groß. Die Wände kann man hier irgendwie als Trennung noch nutzen oder so. Gut integrieren auf jeden Fall, sonst nehmen die zu viel Platz weg. Hat sogar mehr Blick. Und jetzt zeige ich euch einmal das Master Bedroom. Das ist echt groß. So. Hier gibt es keine Säulen. Der Blick zum Pool ist noch mal ein bisschen besser und man hat halt einen Balkon. Und dann hat man da den Meerblick. Schon echt cool. Und vor allen Dingen hier sollen auch viele Deutsche im Komplex sein. Finde ich auch mal wichtig, dass es ein guter Mix ist. Also ja, weiß ich nicht, 30% Deutsch finde ich schon ganz gut. Dann hat man hier und da mal jemanden, mit dem man sich auch irgendwie in der Wohnanlage treffen kann. Und hier sind es so ja, 40%, 50% in etwa. Ja, das war der Dschungelkomplex. Die Wohnung, die ihr jetzt sehen werdet, befindet sich auf einem Hotelgelände. Das ist das Hotel Stella Di Mar Beach Resort and Spa Makati Bay. Das heißt, ihr seid auf einem gesicherten und abgesperrten Bereich, welchen halt nur Hotelgäste, Angestellte und halt die Eigentümer der Wohnung betreten dürfen. Für den einen oder anderen ist es vielleicht nochmal irgendwie ein besseres Gefühl. Die Wohnung hat 135 Quadratmeter, verteilt auf zwei Zimmern. Jedoch ist es durch den Schnitt der Wohnung, wie ihr gleich sehen werdet, nur möglich, ein Schlafzimmer einzurichten. Denn durch den zweiten Raum, der dafür theoretisch ja, geeignet wäre, läuft man halt auf die Hauptterrasse. Das ist jetzt die kleine Terrasse. Ja, die kann man halt vom Wohnzimmer und vom Schlafzimmer aus erreichen. Die große Hauptterrasse, ja, konntet ihr gerade schon ja, im rechten Bildausschnitt sehen.
Das ist jetzt der Pool, auf den ihr schaut. Der ist aktuell abgelassen. Die sind gerade dabei, die zu befüllen, da im Winter die nicht beheizt sind und da eh keiner schwimmt. Jetzt ist das das Schlafzimmer. Ein weiterer Vorteil ist, dass man sich halt auf dem Hotelgelände komplett bewegen kann. Wer schon mal in Ägypten war, weiß, dass die Hotelanlagen alle sehr, sehr großzügig, ja, geschnitten sind und alle sehr weitläufig sind. Und ja, die eine oder andere Annehmlichkeit kann man dann kostenfrei oder halt kostenpflichtig mitbenutzen. Also kostenfrei ist natürlich der Strand. Da könnt ihr einfach hinlaufen. Auch die Liegen kosten natürlich nichts. Kostenpflichtig wären dann halt Sachen wie Spa-Programm oder sowas. Das muss man natürlich bezahlen. Die beiden Badezimmer sind auch eins zu eins die gleichen, also von der Größe als auch vom Schnitt. Das ist jetzt der zweite Raum, den ich angesprochen habe, wo man theoretisch ein Schlafzimmer draus hätte machen können. Aber ja, wenn man da eine Wand zieht, dann ist da halt echt nur Platz für ein Bett und nichts anderes. Würde ich nicht machen. Deswegen lohnt es jetzt in dem Fall nicht. Mein Tipp wäre auf jeden Fall, wenn man überlegt, sich die Immobilie zu holen, dass man vorher im Hotel, ja, 7 Tage auf jeden Fall Urlaub macht, um sich die Anlage in Ruhe anzugucken, ob einem das alles so zusagt. Ich habe online mal ein bisschen die Bewertung gelesen, die aktuellen, und ja, die waren eigentlich durchaus positiv. Es gab ein, zwei Leute, die geschrieben haben, dass bei starker Ebbe der Steg der einzige Weg ins Meer ist, aber ist wahrscheinlich zu vernachlässigen, aber sollte man auf jeden Fall trotzdem erwähnen. Und das ist jetzt natürlich das Highlight, das ist die große Hauptterrasse. Es wird im Moment noch geklärt, ob es von der Statik her möglich wäre, da einen Whirlpool draufzusetzen. Das wird das Ganze natürlich nochmal, ja, einfach aufwerten. Man hat auch einen schönen Rundumblick. Da seht ihr jetzt auch den Pool, den ich angesprochen habe. Da ist nämlich Wasser schon drin. Einen kleinen Nachteil, wie ich finde, gibt es bei der Wohnung. Das ist die Entfernung zur Innenstadt. Also wenn ihr einfach mal bei Apple Karten oder Google Maps das Hotel eingebt und dann halt die Marina zum Beispiel, wo sich einmal viel abspielt, dann werdet ihr sehen, dass die Entfernung circa mit 40 Minuten angegeben ist. Realistisch ist eher 35, 30, da die, ja, sich hier halt nicht 100% so an die Geschwindigkeitsangaben halten. Aber ja, wenn man einmal die Woche, sage ich mal, zum Einkaufen oder so in die Innenstadt fährt, ist das kein Problem. So, dann nimmt man das gerne hin. Wenn man aber irgendwie täglich Richtung Innenstadt muss, ist das natürlich, ja, schon eher lästig, sage ich jetzt einfach mal. Der rote Punkt auf der Karte zeigt übrigens genau den Standort der Wohnung. Dann könnt ihr euch orientieren. Jetzt zeige ich euch noch Wohnungen in Aldau Heights. Das ist ein, ja, größerer Komplex. Da wird auch gerade noch gebaut. Ich zeige euch jetzt mal drei Versionen von Apartments, die dort verfügbar sind. Das ist jetzt das Studio in Aldau Heights. Das ist die kleinste Apartmentgröße, die es hier gibt. Die hat ca. 55 Quadratmeter. Wir befinden uns jetzt aktuell im 7. Stock von 8. Ab dem 5. Stock gibt es hier auch mehr Blick. Aktuell kostet das Studio 75.000 Euro. Davon sind 15%, also 11.250 Euro, die Anzahlung und die restlichen 63.750 Euro in 5 Jahren zu entrichten. Das heißt, es sind knapp, ja, 1.100 Euro jeden Monat. Hinzu kommen noch 7.500 Euro, also 10% als Wartungsgebühr, also das heißt die Maintrains. Das Geld ist dann dafür da, um den Fahrstuhl zu reparieren etc. Das ist jetzt das One-Bedroom-Penthouse. Das erstreckt sich über 2 Etagen, wie ihr gleich sehen werdet. Es hat hier einmal das Badezimmer, wie ich finde, ganz geräumig. Es ist auch erlaubt, zum Beispiel die rechte Wand einzureißen, um dann, ja, quasi Bad und Schlafzimmer in einem zu haben. Ist ja ein ganz moderner Baustil inzwischen. Und ja, das ist einfach das Schlafzimmer. Da seht ihr gleich auch die größere Terrasse. Falls man die Wand nicht einreißen sollte, dann kann man jetzt hier den Kleiderschrank integrieren. Da die meisten Sachen hier auf Maß gefertigt werden, ist das auch kein Problem. Hier kommen wir jetzt zur großen Außenterrasse. Ich finde, ein schöner Ausblick. Das ist auch der größte Pool, den der Komplex bekommt. Also da hinten seht ihr am Horizont das eine Gebäude. Das gehört auch noch zu und es werden auch noch mehr errichtet. Weitere Informationen, ja, gibt es wie Sand am Meer für dieses Gebäude. Es ist einfach sehr, sehr beliebt und ja, dementsprechend auch nicht mehr so viele Einheiten verfügbar. Jetzt gehen wir hoch in den 2. Stock von
Vorher gucken wir noch einmal, ja, den Küchenbereich an. Der ist halt direkt am Eingang. Und ja, hier unten kann man dann noch ein Sofa hinstellen oder ja, was auch immer. Aber das Highlight von der Wohnung ist auf jeden Fall, ja, der obere Stock. Und da gehen wir jetzt einmal hin. Oben befindet sich dann noch ein Badezimmer. Das ist dann quasi für die Gäste, da das untere Badezimmer ja eigentlich das Master Bathroom ist. Es ist überall der gleiche Fliesenspiegel, also vom Look her genau gleich wie unten. Neben dem Bad befindet sich dann noch so eine kleine Abstellnische. Ich hatte ihn noch mal gefragt, was man da so hinmacht oder was er so bei den anderen gesehen hat. Und er meinte, viele machen das Bad komplett weg und machen sich da quasi ein kleines Büro hin, also mit einem Schreibtisch, ein paar Schränken und ja, arbeiten dann quasi mit dem schönen Ausblick, denn es gibt ja dieses Studio nicht nur in die Richtung zum Pool, sondern auch noch Richtung Meer. Also das werdet ihr gleich nochmal sehen, was ich meine. Und ja, Highlight ist auf jeden Fall die große Dachterrasse. Hier ist auch die Besonderheit, der Konstrukteur oder ja, die Agentur hat darauf geachtet, verstärkte Decken zu nehmen. Also sie sind 60 cm stark und dementsprechend kann man auch auf alle Außenterrassen Whirlpools draufsetzen lassen, wenn man das Geld dafür hat. Das ist jetzt das 3-Bedroom-Penthouse über 2 Etagen. Das ist die größte Einheit, die es hier im Komplex gibt. Wir haben also quasi jetzt schon die kleinste gesehen, eine mittlere gesehen und das ist halt jetzt die größte. Die größte ist natürlich auch am teuersten, umgerechnet circa ja, 300.000 Euro. Und ja, das ist der Wohnbereich. Die Küche, die Anschlüsse liegen schon da. Die Aussicht ist natürlich der Wahnsinn. Also könnt ihr selber sehen, das, besser geht es einfach nicht. Auch hier ist es nicht möglich, den Blick irgendwie zu verbauen. Wir sind jetzt hier gerade in der 7. Etage, gleich darüber kommt die 8. Denn auch dieses Penthouse hat halt eine große Außenterrasse. Und ja, es ist einfach nicht möglich, den Blick zu verbauen. Und das ist natürlich auch schon ja, interessant, wenn man vielleicht investieren will, also nicht mal unbedingt selber drin wohnen will. Oben befindet sich dann die große Dachterrasse, die ist nochmal ein Ticken größer als in dem One-Bedroom-Penthouse, was wir vorhin gesehen haben. Auch hier ist die Deckenstärke 60 cm, also es wäre theoretisch möglich, sich im Whirlpool auf das Dach setzen zu lassen. Und der Ausblick ist natürlich der Hammer. Also es kann einem niemand verbauen, wie gesagt. Das ist schon echt ein anderes Level, würde ich sagen. Aber natürlich sind 300.000 Euro auch eine Ansage. Oben befindet sich dann, wie auch in dem anderen Penthouse, ein Badezimmer. Auch ein sehr großes, wie ich finde. Auch hier gibt es die Möglichkeit, dort quasi das U, was ihr gerade gesehen habt, zuzumauern. Also gerade zuzumauern und dort die Wand der Dusche zu öffnen. Dann hat man wieder die Möglichkeit, quasi ja, Badezimmer und Wohnbereich in eins zu legen, dann, dass es dann quasi auch eine Art Master Bedroom ist, muss jeder für sich wissen. Ich kann mir das nicht leisten, dementsprechend brauche ich da nicht drüber nachdenken. Aber es gibt halt die Überlegung und es wird halt auch häufiger gemacht. Denn wenn solche Umbaumaßnahmen durchgeführt werden, dann halt auch nur von dem Unternehmen selber. Und ja, dementsprechend haben die dann viele Ideen, weil sie es halt schon häufiger gemacht haben. Jetzt eine Besonderheit links, wenn ihr es gesehen habt, das Gitter ist nicht komplett durchgezogen worden, sondern es ist ein Teil Mauer stehen geblieben. Merkt euch das mal, wenn wir gleich in das eine Zimmer gehen. Hier ist dann das richtige Master Bedroom, also das größte Schlafzimmer. Hier wird es mich nämlich stören, dass gemauert ist und kein Gitter. Aber auch das ist umkehrbar, also sprich, es wird dann umgebaut auf die Gitter, weil ich sag mal so, wenn ich 300.000 Euro ausgebe für ein Penthouse, dann will ich halt auch mehr Blick haben in meinem Schlafzimmer, wo ich aufwache. Aber ja, auch hier gibt es die Möglichkeit, wieder umzubauen. Das ist jetzt das Badezimmer. Die Badezimmer sind auch vom Stil her alle gleich eingerichtet. Und das ist so eine kleine Nische für einen Kleiderschrank oder für so eine Art, ja, begehbaren Kleiderschrank, wenn man da eine Tür reinzieht. Hat er auch erzählt, dass das ganz viele machen. Und ja, das ist jetzt das kleinste Schlafzimmer. Hat auch das gleiche Bad. Auch hier gibt es die Möglichkeit, quasi die Wand einzureißen, der Dusche und dann das Bad umzubauen. Ja,
Also ich glaube, wenn man viel Kreativität hat, sind dem keine Grenzen gesetzt, was man da so macht. Weil hier zum Beispiel in dem Schlafzimmer ist es auch so, dass die Wand halt hochgemauert wurde und kein Gitter eingesetzt wurde. Würde mich persönlich einfach stören, aber ja, wie gesagt, ist alles umbaubar. Und ja, dann gibt es jetzt noch ein Nanny's Room, also quasi für das Kindermädchen. Da nutzen ganz viele oder das nutzen ganz viele als Büro, weil ja, sie gar keine Haushälterin haben oder ja, nicht für den Urlaub eine mitnehmen, wie auch immer. Und ja, hier setzen ganz viele sich dann halt einen PC rein oder halt einen Schreibtisch, PC drauf, Drucker, was man halt heutzutage so alles braucht und machen da quasi ein Büro. Auch das Glas finde ich sehr, sehr interessant. Also man kann zwar in die Wohnung reingucken, aber es ist halt trotzdem irgendwie cool. Ansonsten, ja, das ist der Außenbereich, das Gate, wo ihr reinfahrt. Das ist der Zugang zur Promenade. Es wird eine riesige Promenade noch entstehen. Die ist jetzt aktuell noch zum Teil in der Bauphase, also ein gutes Drittel ist fertig. Und ja, da gibt es dann etliche Shops, also Supermärkte etc. pp. Ja, ihr habt jetzt zahlreiche Immobilien gesehen. An der Stelle auf jeden Fall nochmal Danke an Iris Real Estate. Die sitzen hier in Nogada in der Esplanada Mall in El Mamsa. Super netter Eigentümer, der hat mir auch alles ja, lang und breit erklärt. Ich werde seinen Link mal in die Beschreibung packen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt gerne eine E-Mail. Es gibt auch deutsche Ansprechpartner dort im Büro. Und ja, viel Spaß mit dem Video und vielleicht auch mit weiteren. Wenn euch der Content gefällt, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Es war jetzt mein erster Immobilienblog.